Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und es beginnt langsam die Endphase zum Erstellen der Bewohner der Sims 4 WG, der Sims 4 Booktuber WG. Es sind jetzt schon 6 Personen. Jetzt folgt Person Nummer 7, ist der letzte männliche Bewohner. Und der ist mir nicht so schwer gefallen, war recht leicht zum Erstellen. Bin gespannt, wie ihr das Ergebnis finden werdet. Ich habe, glaube ich, nicht so lange dafür gebraucht. Bald kann es auch schon losgehen mit der Booktuber WG. Fehlen dann nur noch eine Person nach dieser. Dann geht es ans Haus bauen und dann beginnt das ganze Let's Play. Ich freue mich schon so drauf. Ich bin gespannt, wie es ankommt und wie lange die Videos überhaupt werden. Weil so ein Let's Play kann man nicht so kurz halten, denke ich mal, dass es irgendwie interessant bleibt. Mal schauen, was ich draus mache. Und bin gespannt auf eure Meinungen. Aber jetzt kommen wir jetzt mal zu Bewohner Nummer 7. Den kennt ihr alle, den werdet ihr jetzt auch gleich erkennen. Gehe ich mal davon aus, dass ihr ihn gleich erkennen werdet. Man erkennt ihn einfach schon an der Statur. Ich zeige euch jetzt wieder hier die Person. Ihr dürft jetzt wieder raten, wer das sein wird. Oder wer das ist. Bin gespannt, ob ihr drauf kommt. Ihr werdet es bestimmt hier alle wissen. Gehe ich davon schwer aus. Und jetzt zeige ich euch, wie ich die Person erstellt habe. Viel Spaß dabei! She says she don't wanna hear it anymore. I feel my feet start walking toward the door. But even though I start falling, and I am no longer your guardian, I'll still be there. That's what friends are for. She's got that look now like I left her in the cold. And I'm acting now like a child on the floor. But even as walls will divide us, I know there's love left inside us, and we'll never take back the love we gave before. 'Cause this is not war. So, hier seht ihr nun die fertige Person und der Name steht auch oben wie immer. Es ist der liebe Gerd von GerdiPedia TV.
Ihr werdet ihn sofort erkannt haben, denke ich mal. Gehe ich mal davon aus. Er war nicht so schwer zu erstellen. Und ich finde, er ist eigentlich gut geworden. Klamottenmäßig bin ich immer nicht wirklich hundertprozentig sicher. Aber das könnt ihr mir gerne nochmal schreiben und Gerd selber kann mir das gerne nochmal mit beantworten, ob ich seinen Kleidungsstil getroffen habe. Ja, Gerd von GerdiP.tv ist auch Mitglied der Booktuber WG. Wir sind eine sehr interessante Mischung und die letzte Person wird auch noch sehr interessant für euch und für mich, für das ganze Let's Play interessant. Auf die Person freue ich mich auch schon sehr, die zu erstellen. Das wird sehr, sehr cool. Und auf die Person, auf die letzte freue ich mich auch sehr. Weil das wieder in eine ganz andere Richtung geht als die bisherigen Charaktere. Bin ich gespannt, wie das ablaufen wird, die ganze Geschichte mit der Booktuber WG. Freue mich schon drauf. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Gerd. Ja, Gerd, seine Statur kennen wir alle. Hab versucht, sie einigermaßen anzupassen. Ich glaube, die Schultern sind noch etwas zu schmal. Aber so genau, glaube ich, habe ich ihn sehr gut hinbekommen. So, fangen wir mal mit den Klamotten an. Alltagsklamotten, ganz normales T-Shirt. It's on us, steht da drauf. Er trägt viele Shirts mit Aufschrift drauf, deswegen habe ich mich jetzt für das entschieden. Ich bin mir nicht sicher, ob er Game of Thrones Fan ist. Deswegen habe ich jetzt mal kein Game of Thrones Shirt genommen. Sondern fand das eigentlich am besten. Mit seiner schwarzen Jogginghose als Alltagsoutfit passt das eigentlich total gut. Und so schwarzen Chucks und seine Brille habe ich auch versucht so haargenau zu treffen wie möglich. Ist halt nicht immer so einfach mit bei dem Spiel. Die Haare auch nicht wirklich 100% wahrscheinlich, aber die am besten passendste Frisur ausgewählt. Ja, Alltagsklamotten. Abendgarderobe, einen ganz schicken Pulli in schwarz. Ich weiß jetzt nicht, ob er Anzugtyp oder Hemdtyp ist. Kann ich jetzt wirklich nicht einschätzen. Deswegen habe ich mich jetzt für den Pulli entschieden. So einen Strickpulli, den finde ich auch sehr, sehr schön. Bin gespannt, wie Gerds Meinung ist. Und so eine schwarze Anzughose ist das. Und so schwarze Schuhe. Lederschuhe. Gerd, wenn du das siehst, gehst du so raus? Also ausgeklammerte. Also gehst du mit Anzug? Trägst du Anzug? Würde mich mal interessieren. Kannst mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn du es siehst. Und ich glaube, er wird es sehen. Bist du Anzugtyp oder Hemdtyp eventuell? Ich kann das bei manchen einfach nicht einschätzen. Deswegen muss ich auch etwas eigeninterpretieren. Sportklamotte. Ups. Da denke ich mir einfach so ein Hoodie. So eine schwarze Weste, Hoodie-Weste. Sieht so cool aus in dunkelblau diesmal. Und eine schwarze Puma-Hose, so drei Viertel. Und so richtig coole Schuhe in schwarz-grün, finde ich voll cool, das sind Nikes. Sehr markenbewusst, der Gerd. Finde ich sehr, sehr cool. Ich denke mir, ich würde so Sport machen gehen. Schlafklamotte. Einfach als Gag habe ich mir gedacht, er kriegt einen Panda-Pulli zum Schlafen und eine karierte Hose. Und natürlich beim Schlafen keine Brille, aber ich finde den Panda-Pulli so cool. Den fand ich voll cool, deswegen habe ich ihm den verpasst. Wie findet ihr den? Bin ich gespannt auf eure Meinung. Finde den cool. Einfach so als Gag habe ich mir gedacht. Kann man das schon mal machen. Dann die Ausgekleidung. Ganz lässig und cool mit seiner Cap. Die ich entworfen habe, die Cap. Kann man mal näher ranzoomen. Da ist ein Hirsch drauf. Habe ich entworfen. Das ist mein eigenes. Habe ich selbst gestaltet, diese Cap. Und ich finde, die passt zu ihm. Er hatte auch beim letzten Treffen eine Cap an, deswegen habe ich gedacht, ich setze ihm jetzt beim Ausgehen auch eine Cap auf. Dann diesen Pulli, den ich auch sehr cool finde, den würde ich auch selber tragen. So in grau mit schwarzen Streifen, finde ich ihn cool. Dann so eine normale Jeans in grau und schwarze Chucks. Ganz lässig, ganz cool mit einer Uhr. Auch cool. Und die Badekleidung, eine ganz normale schwarze Badehose mit blauen Streifen. Ganz normal und lässig. Nichts Besonderes dabei. Was meint ihr? Wie findet ihr Gerd von den Klamotten-Style her? Bin gespannt auf eure Meinung. Dann kommen wir noch zu den Merkmalen, bitte zum Bestreben. Der hat das gleiche Bestreben wie Steffi, nämlich Freund der Welt. Diese möchte so viele Freundschaften wie möglich schließen und erhalten.
Und dazu gibt es auch wieder aufgeschlossen. Aufgeschlossene Sims schließen schneller freundschaftliche Beziehungen. Dann, die Merkmale von Geralt habe ich natürlich den Bücherwurm drin, den habe ich bei ihm drin. Dann ein Geek, weil ich weiß, dass er auch sehr viel zockt und ganz viel Nerdzeug auch hat, von Harry Potter über weiß was ich was alles. Deswegen habe ich ihn auch als Geek eingetragen. Und als drittes habe ich mich für nicht kokett entschieden. Diese Sims fühlen sich in der Gesellschaft von koketten Sims unwohl und werden selten selbst kokett. Es fällt ihnen schwer, in der Öffentlichkeit romantisch zu sein. Ich denke, er ist kein typischer Romantiker. Kann ich mir jetzt einfach nicht so vorstellen. Kann mich jetzt auch täuschen, ich keine Ahnung, aber ich dachte, es passt irgendwie zu ihm, weil ich es mir persönlich nicht wirklich vorstellen kann, dass er der große Romantiker ist. In der Öffentlichkeit wahrscheinlich eher eh nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, ist mal was anderes in der WG. Weil wenn es irgendwann mal romantisch wird, dann haut er sofort ab. Finde ich interessant. Und weil ich sonst irgendwie nichts Passendes gefunden habe, was wir nicht auch schon haben. Wir haben ein paar Mal kreativ und fröhlich und happy, nicht happy, wie heißt, gut, gesellig haben wir ein paar Mal. Und das ist etwas anderes mal und nicht immer das gleiche. Weil es wird ja auch langweilig, wenn alle das gleiche Merkmal haben. Jetzt habe ich mir gedacht, ich hau mal hier das nicht kokett rein, weil ich das so cool finde. Also es geht auch mit seinen Merkmalen. Findet ihr die Merkmale passen? Oder auch nicht? Geht, wenn du siehst, lass es Revue passieren und schreib mir, was du dazu meinst. Ich finde, er ist gut geworden, man erkennt ihn sofort. Auch vom Gesicht, finde ich, ist er mir gut geworden. Ein Charakter, bei dem ich auch etwas zufrieden bin, wie bei Sonja und Sarah. Die sind mir sehr gut gelungen. Und auch er, Gerd, ist mir sehr gut gelungen. Bei Thorsten bin ich immer noch zwiegespalten. So. Der ist jetzt nicht so ganz gut gelobt worden. Ja, aber man erkennt die Person, habe ich schon gehört, bin zufrieden, bin glücklich. Und ich bin auch froh, dass das Format bei euch so gut ankommt. Und mir macht ja auch Spaß. Ich liebe es. Mir macht das total Spaß. So, und damit war es eigentlich auch schon wieder. Die siebte Person ist erstellt und zieht auch in die BookTube-WG ein. Drei Männer und fünf weibliche Kandidaten. Die letzte Kandidatin seht ihr dann auch bald. Die wird sehr interessant werden. Bin gespannt, ob ihr sie erkennt. Ich bin auch gespannt, wie sie aussehen wird. Ihr seht da unten, noch nicht erstellt. Sind immer noch sieben Personen, noch keine acht und wie gesagt noch nicht erstellt, werde ich jetzt dann aber auch noch machen und ihr bekommt das Video dann dazu natürlich auch und dann geht's ans Haus bauen, bin so gespannt, wie das Haus sein wird, es wird sehr sehr spontan werden, ich weiß wirklich nicht, was ich bauen will oder wie ich das Haus bauen will, so räumliche Vorstellungen eher ein klein bisschen, aber ich lasse es einfach passieren, wie es mir gerade in den Sinn kommt. Was ich so finde. Ich werde noch ein bisschen Custom Content runterladen, also so, ja, so Sachen, die nicht im Spiel sind, für die einzelnen Zimmer der Leute, weil ich die Zimmer nach ihren Vorlieben gestalte. Ich habe mir da schon ein paar Punkte aufgeschrieben, was so die meisten anspricht, was die meisten gerne mögen. Wie bei Nini jetzt als Beispiel Disney. Da werde ich das Zimmer so Disney-like einrichten. Sarah. So naturbezogen, so mit Katzen vielleicht auch arbeiten, bei Steffi auch vielleicht mit Katzen arbeiten. Lass dich überraschen, ich lass mich überraschen. Freue mich darauf, bin gespannt, was da raus wird. Und damit war es mit dem Video. Hier um mich herum findet ihr noch zwei weitere Videos von mir. Die könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann lasst es bleiben. Und ansonsten sage ich noch Tschüss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!